Heute bin ich in Axin, dem Ort im Wahlkreis mit einem X im Namen und spreche über das Thema Xenophobie und NPD-Verbot. Die von der rechtsextremistischen Terrorgruppe NSU begangenen Morde und verübten Sprengstoffanschläge waren ein feiger Angriff auf die rechtschaffenden Mitbürger und zugleich ein Angriff auf unsere Demokratie. Das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden müssen wir dringend wiederherstellen. Das wollen wir erreichen durch rückhaltslose Aufklärung der Vorgänge, durch institutionelle Reformen und dadurch, dass wir jede Form von Rechtsextremismus frühzeitig und umfassend bekämpfen. Wir wollen einen Verfassungsschutz, der unsere Verfassung schützt. Mit institutionellen Reformen werden wir den Verfassungsschutz besser aufstellen für den Schutz unserer Demokratie und dazu unter anderem ein transparentes Verfassungsschutzgesetz einsetzen, das klare Regeln im Umgang mit V-Leuten enthält. Darüber hinaus hat sich die SPD eindeutig für ein NPD-Verbot ausgesprochen. Es kann nicht angehen, dass so viele Jahre vergehen, in denen die Bundesregierung nicht handelt. Wählen Sie mich am 22. September für unsere Region in den Deutschen Bundestag. Wenn Sie möchten, begleiten Sie mich weiter durch unseren Wahlkreis und meine Themen.